Hochgeschätzte Bürgerschaft! Entschuldigung. Ehrenwerte Marktgäste! Seid gegrüßt zum 373. Erserkeit-Rhein-Kiertag! Im Jahre Anno Domini 1643 suchte der Grundherr des Marktes Glas, der durchlauchtigste Herr Graf Maximilian von Traubmannsdorf, bei ihrer kaiserlichen Majestät um Verleihung eines dritten Jahrmarktes für den ihm untertänigen Markt Glas an. Einen Jahrmarkt durfte damals nur eine Stadt oder ein Markt abhalten, welcher mit kaiserlichen Privilegien ausgestattet war. Nach eingängiger Prüfung durch die zuständige innerösterreichische Regierung verlieh Kaiser Ferdinand III. Per 8. April 1643 mit dieser Urkunde den Markt Glas, den dritten Jahrmarkt, der alljährlich am Tag St. Katharina in den Straßen und Gassen von Glas abgehalten werden soll. Dieser uralte Brauch ist bereits vor 100 Jahren in Vergessenheit geraten, dass man diese Marktverleihungsurkunde feierlich vor dem Volke verliest. Wir, die Landsknechte zu Glas, haben uns zum Ziel gesetzt, alte Bräuche in der Regionsgemeinde wieder zu revitalisieren und aufleben zu lassen. Und somit wollen wir heute dem Volk diese Marktverleihungsurkunde zur Schau stellen. Und ein paar Auszüge aus dieser Urkunde möchte ich euch folgnun hier vorlesen. Wir Ferdinand III. Von Gottes Gnaden erwählter römischer Kaiser zu allen Zeiten mehrer des Reiches in Germanien zu Ungarn und Böheim. Wir können öffentlich mit diesem Brief und du erkund allmählich euch, dass uns der Hoch- und Wohlgeborene, unseren des Reiches lieber und getreuer Maximilian von Traubmannsdorf und Weinsberg, Freiherr auf Gleichenberg, Neustadt am Kocher, Negau, Burger und Detzenbach, Herr auf Deinitz, Ritter des Goldenen Vlieses und unser Geheimer Rat, Kämmerer und Oberster Hofmeister, unterdenig ist angelanget und gebeten, damit wir dem Richter und der ganzen Gemeinde Glas, seines angehörigen Machtes in unserem Herzogtum Steiermark gelegen, zu denen allbereit zu noch habenden zwei Kirchtagen noch den dritten Jahrmarkt zu halten und solchen am St. Katharinatag anzustellen, allergediges verwilligen wollten. Worauf wir dann gedacht des Grafen von Traubmannsdorf unterdeniges und gehorsam biste, bitte gnädiges angesehen und demnach besagten Richter und Gemeinde zu Glas aus sonderbaren Gnaden und auf den Sachen eingekommene gehörige Bericht und Gutachten den bemeldeten dritten Jahrmarkt gegeben und verliehen. Gegeben und verleihen ihnen dann auch als regierender Herr und Landesfürst hiermit wissentlich in Kraft dieses Briefes den Jahrmarkt zu St. Kathrein. Gegeben in unserer Stadt Wien den 8. Monatstag Aprilis im 1643. Jahr, Ferdinand, kaiserliche Majestät. So labet euch an den Labestationen, Volk! Besuchet die zahlreichen Schenken und Stände der heimischen Vereine. Trinket edlen Gerstensaft. Glühwein, Schnäpse, Weine werden dort ausgeschenkt werden. Doch trinket in Maßen, Volk. Besuchet die so zahlreich erschienenen, fahrenden Händler und feilschet mit ihnen. Sie werden es euch mit guten Preisen danken. Besucht den Stand der Landsknechte zu Glas. Wir sind beim Eingang vor der Gemeinde untergebracht und verkaufen dort Landsknecht-Most, Landsknecht-Wein, aber auch eine Landsknecht-Zigarre. Und die wunderbar himmlische Landsknecht-Torte wird ebenfalls dort zum Verkauf angeboten. Der Erlös von unserem Stand kommt einheimischen Vereinen und Bedürftigen zugute. Die Landsknechte bereichern sich nicht selbst, wir sind keine Raubritter natürlich. Wir geben diese Spenden, die dort einkommen, 1:1 an das Volk von Glas natürlich weiter. Doch nehmet euch in Acht, Volk, Raufhändel, Zechprellerei und vor allem Unzucht wird von den Landsknechten strenge bestraft werden. Wir werden immer wieder Patrouillengänge hier durch den Markt machen und wehe dem Straftäter, den wir aufgreifen, der wird zur einen Nacht in den Gemeindekotter eingesperrt werden. So gehabt euch wohl, Volk, und wir sehen uns dann bei unserem Stand, beim Stand der Landsknechte zu Glas. Habe Dank, Jubel! Oh.